beginnen mit der Pressekonferenz nach dem Spiel. FC Cottbus gegen SV Lichtenberg 47. 1:2 am Ende. Und wie der sich das gehört, bekommt auch unter Corona-Bedingungen der Gästetrainer das erste Wort. Uwe Lehmann hat auch Platz genommen. Da bitte ich um das Statement. Erstmal noch die Runde. Ich denke, dass wir mindestens einen Punkt hier heute verdient haben. Wir sind natürlich mit drei Punkten noch zufriedener. Ich glaube, dass Cottbus heute sehr gut angefangen hat, sehr variabel gespielt hat und auch sehr gut Halbräume angespielt hat und sehr gut begonnen hat und demzufolge auch verdient in Führung gegangen ist. Dann haben wir Glück, dass Cottbus nicht das zweite Tor macht, wo wir sie einladen. Und ich nehme das mal als Erklärung für meine Fußballmannschaft. Wir laden zwar den Gegner ein mit einem risikobehafteten Pass ins Zentrum, aber 10 Sekunden später sorgen Herr Woller und Herr Schmidt in dem Fall, die das verursachen, auch dafür, dass der Ball nicht ins Tor geht. Erste Halbzeit haben wir 3-4 ordentliche Situationen, die wir nicht gut zu Ende spielen. Zweite Halbzeit sind wir deutlich griffiger, sind auch aus meiner Sicht eher am Ausgleich dran als Cottbus am zweiten. Und dann ist es am Ende so, dass wir ein Spiel dann auch mal so eine Richtung nehmen. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Für uns 3 Punkte, die uns keiner mehr nimmt. Ich glaube, dass die Mannschaft heute einen sehr guten Tag hatte und nicht unverdient hier was Zählbares mitnimmt. Ich wünsche euch alles Gute und sage vielen Dank. Vielen Dank, Uwe Lehmann. Sebastian, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, der Kollege hat das schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, wir kommen sehr gut ins Spiel, spielen eine sehr gute Anfangsphase, gehen verdient in Führung. Das Problem an der ersten Halbzeit, glaube ich, ist im Grunde, dass wir nicht das zweite und dritte Tor machen. Wir hatten die Möglichkeiten dazu. Und dass wir eben dann den einen oder anderen Angriff nicht abschließen, sodass wir dann wieder in die Ordnung gehen können oder den Gegner zustellen können. So konnten die Lichtenberger dann ihre Stärken in ein, zwei Situationen dann ausspielen, die im Umschaltspiel liegen. Das wussten wir aber vorher. Trotzdem, wie gesagt, war die erste Halbzeit, fand ich jetzt ordentlich gewesen. So eine zweite Halbzeit, glaube ich, kommen wir auch gut raus. Haben da auch ein oder zwei große Möglichkeiten, für mich dann auch die größte, wo Felix Brückmann dann auch alleine aufs Tor zuläuft, dann einfach dann auch zeitig abschließt. Da kann man dann vielleicht noch eine Situation dann klarer provozieren, aber wir hatten auch noch zwei, drei andere Möglichkeiten. Und irgendwann ist es dann so, dass der Gegner natürlich ab einer gewissen Phase auch dann nicht mehr so viel zu verlieren hat auch. Ne? Sie können dann breiter aufspielen. Entweder ist es dann so, dass man dann das zweite bekommt oder man macht eben dann den Ausgleich hier. Und wir waren dann in dieser Phase ein Stück weit. Das ist dann auch normal, also die Spieler denken irgendwann ja auch drüber nach, so, ne? Sind noch 20 Minuten und so, und dann fängt man so ein bisschen an zu denken und dann kommst du eben dann in so eine Phase und am Ende ist es so, wenn du dir die Phase überstehst und wir dann vielleicht noch durch den Konter das 2-0 machen, dann ist alles okay, so bekommst du 4 Minuten vor Schluss das 1-1 und dann durch diese unnötige gelb-rote Karte natürlich dann noch mit 10 Mann. Und dann ist es natürlich bitter, dass wir Spiele noch verlieren. Danke, Sebastian. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wir haben ein Mikro mit einer Angel im Raum. Dann nehmen wir jetzt Platz dafür. Trainer, Sie haben das schon erklärt, dieses Spiel, das in Ihrer Sicht gelaufen ist. War das dann in der zweiten Halbzeit ein Kopfproblem? Oder Ihre Mannschaft wirkte auch ein Stück weit platt oder war es dann einfach nur vom Kopf her, dass es nicht mehr funktioniert hat? Ja, also das ist dann so, weil du überlegst dann irgendwo und denkst dann nach, jetzt haben wir ja irgendwie dann doch ein Stück weit was zu verlieren und sobald du in dieser Situation darüber nachdenkst, bist du dann natürlich ein Stück weit auch gehemmt und triffst dann in manchen Situationen einfach die falsche Entscheidung und sei es nur die, dass du im Grunde dann eher einen tiefen Ball spielst, als wieder den Ball zurückspielst, wo dann natürlich dann der Gegner dann auf den einen oder anderen Pass dann auch gewartet hat und dann wieder draufgeschoben ist. Und das war dann so ein bisschen das Problem und dann potenziert sich das dann irgendwo auch hoch. Ne? Und wie gesagt, du musst dann einfach das Spiel dann irgendwie über die Bühne bringen und das haben wir nicht geschafft. Und leider wurden wir dann sogar noch mit dem Tor zum 2-1 dann, bestraft. Und von daher ist das jetzt so, diese
Situation ist so und das Fußball und wird jetzt trotzdem nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern weitermachen. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Schönes Wochenende gewünscht. Bleiben Sie alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Die erste gute Heimreise.